Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, heute ist Aufräumen angesagt, wie ich schon gesagt habe, und Grasmähen und einfach Arbeit zu Hause hier rund ums Haus. Man hört die Motorsense, das ist der Kahn, der mäht gerade den Rasen in dem Pool. Und ansonsten, ja, die Motorsense funktioniert jetzt wieder. Wir haben sie heute von der Reparatur wiedergebracht. Und ja, so ist ständig was zu tun. Ein Schluck Wasser nehmen, das ist ein bisschen heiß und schwül. Wahrscheinlich kommt wieder der Regen. Wir machen jetzt eine kleine Pause, haben uns ein bisschen in den Schatten gezogen. Nur der Kang ist da noch am Arbeiten. Und ja, schön langsam kommen wir vorwärts. Es ist noch jede Menge Arbeit, aber zumindest die Garage ist mal schon, ja, ein bisschen aufgeräumt. Hier neben der Terrasse muss da noch sortiert werden. Aber gut, es geht vorwärts schön langsam und ja, irgendwann ist es dann wieder sauber, alles so, wie es mir gefällt. Okay, schauen wir uns mal an, wie der Kang den Rasen mäht. So, man sieht es gerade angefangen, das sieht schon ganz gut aus. Es wächst auch ganz, ganz schnell. Aber ich habe gesagt, ich soll jetzt hier anfangen. Weil mit dem Pool, das ganze herum mit dem Pool, das muss zuerst gemacht werden und dann kommt das die andere Seite vom Haus. Ne? Also, sieht schon mal ganz gut aus. Und dann mit dem Pool habe ich schon gesagt, da haben wir mit dem Chang heute geredet. Der hat eine Saugpumpe und dann werden wir das ganze Wasser von dem Pool abpumpen. Ich kann es mal kurz zeigen. Sieht nicht schön aus, Leute, aber das ist nun mal so, wenn die Pumpe nicht mehr funktioniert. Aber wie gesagt, da mache ich noch ein extra Video. Auch mit der Folie und so. Also man sieht es. Unser neues Messer jetzt. Wir haben das Messer auch ausgetauscht von der Motorsense. Und es geht ganz okay. Ist ein bisschen heiß, aber dem Kang scheint es nichts auszumachen. Fleißiger Junge. Und wenn es gemäht ist, sieht es ja gleich ganz anders aus. Ne? Im Vergleich zu hier so. Ne? Mal in Schatten. Und dann bin ich, wie gesagt, mit dem Pool echt gespannt. Wenn das Wasser abgepumpt ist, wie das da unten mit der Folie ausschaut, Leute. Ich habe schon gesagt, ich würde die am liebsten austauschen, aber das ist sehr kostspielig und ich möchte keine Folie mehr. Ich möchte dann schon was anderes machen. Manche sagen, Folie ist okay, ist ja nicht schlecht. Ich habe die jetzt auch seit 6 Jahren, nicht? Und ja, ist eigentlich okay, aber ich glaube doch, Fliesen oder Beton oder so ist besser. Okay, dann hier ist noch jede Menge zu tun. Wir haben jetzt alles erstmal nach vorne so. Ich kann noch mal kurz zeigen, wie es aussieht. Wie es nicht bleiben darf, ne? Auf gar keinen Fall. Das kommt jetzt alles weg. Aber der Anfang ist schon mal gemacht. Und hier haben wir heute aufgeräumt. Das Größte sind noch ein paar Sachen für den Markt oder so. Aber die kommen auch weg. Die kommen in die Lagerhalle zu Jailöta. Und hier, was nur auf der Tisch. Das Auto und die Motorräder, das ist der Platz und eventuell noch der Rasenmäher. Aber ansonsten alles weg von hier. So, kurzer Blick zum Teich. Ja, das sieht gut aus, das ist ein bisschen wenig Wasser, aber gut, das wird schon noch steigen. Ein bisschen, wir können dann auch nachhelfen. Mit der Pumpe da, ne? Und noch ein bisschen reinpumpen und so. Aber wie gesagt, es war echt wenig Regen. Wenig Regen heute, dieses Jahr. So, nochmal zu den Reisfeldern. Unser Sträßchen. Und die Reisfelder alle geflutet. Das sieht jetzt schon ganz besser aus. Ne?
Also auch hier die vom Nachbar, die waren ja eine, um meine Zeit habe ich gedacht, da wird nichts mehr, alles vertrocknet oder so. Aber jetzt haben die wieder eine sehr schöne Farbe, grün. Und ja, bisschen Regen, sobald die geflutet sind, und die sind jetzt alle geflutet, ja, ist das schon ein anderer Anblick, nicht? Also sieht ganz anders aus. Auch hier das nächste Feld, da hat der Nachbar auch bemäht, hier Gras gemäht. Ne, meine Hunde begleiten mich. Hey! So Leute, und jetzt nochmal hier in dieses Feld. Also ist der Reis richtig hoch und unten ist Wasser. Ja, man sieht, wenn die Hunde reingehen, können sich gut verstecken da. Also, das ist richtig schön geworden. Die anderen zwei Reihen da hinten sind halt nicht so gut. Die sind auch, haben sich erholt, aber kein Vergleich zu diesem hier. Ich gehe jetzt nicht mehr nach hinten, weil ist auch nicht so schön anzusehen. Aber gut, man kann auch da ernten, aber nicht so wie hier. Die müsste man richtig ausbaggern, damit da mehr Wasser sich sammeln kann. Und ja, aber wie gesagt, ob sich das lohnt und so überhaupt mit dem Reis. Ich sage, ein Reis, okay, so als Hobby-Eis, dass wir sagen können, wir haben unseren eigenen Reis. Aber das ist kein Geschäft mehr. Also man kann ihn auch kaufen, man findet sehr guten Reis. Und da wir ja sowieso meistens essen gehen, also ja. Aber ist schon was Besonderes, der Reis hier im Isan, die haben sehr guten Reis, die Leute. Also so guten Reis habe ich noch nie gegessen, bis ich nach Thailand gekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Kein Vergleich zu dem, was man da im Handel kriegt, in Deutschland oder selbst im Thai-Shop. Oder nee, also das ist schon was Besonderes. So, nochmal anschauen. Wie gesagt, ist jetzt ein anderes Blatt da in der Maschine, in der Motorsense, und das schneidet richtig gut. Ne? Okay. Also hier in der Garage, gut, man muss noch ein paar Sachen wegnehmen. Aber es sieht schon ganz anders aus, ne? Und Teil 2 kommt ja, sobald es nicht mehr so heiß ist, dann neben der Terrasse, da kommt auch alles weg. Oder das meiste, wie gesagt, da muss Madame noch sortieren. Was sie nicht wegwerfen will, kommt auch in die Lagerhalle zur Jailöt. Und der Rest weg, und da kommt auch kein Zeug mehr hin. Also nee, das werde ich da nicht mehr zulassen. Sollen sie, ich weiß nicht, egal wo die... Wenn die was haben zum Lagern oder so, aber nicht mehr rund ums Haus. Das ist keine Müllhalde oder dass man da alles abstellt und das einfach so bleibt. Nee, das geht gar nicht. Okay. Unsere Tawan ist auch da. Irgendwo, ich gehe jetzt nicht mehr bis ganz nach hinten. Und hier, ja. Das ist dem Kang sein Revier halt noch. Wer weiß in der Zukunft, was da auch passiert. Ich habe schon so Reden gehört, dass der irgendwann nach Surin ziehen möchte, weil wegen dem Geschäft und so. Weil da läuft alles besser. Wahrscheinlich auch das Geschäft von seiner Frau, von der Pet. Leute, das liegt an Ihnen. Was soll ich sagen? Jedenfalls, wenn das so sein sollte, für uns ist schon langsam dieses Grundstück einfach zu groß. Also zwei Reihen hätten uns auch gereicht, auch einer. Aber gut, mit dem Teich jetzt hier müssen es halt schon zwei Reihen sein. Und deshalb überlege ich mit meiner Frau, das sind ja hier praktisch bis nach dem Backofen so ungefähr, sind es zwei Reihen, und die anderen zwei Reihen sind da vorne. Und ja, wenn das wirklich so ist, dass der Kang wegzieht, dann könnten wir auch zwei Reihen, die vorderen Reihen, verkaufen, weil ich brauche sie wirklich nicht. Das ist eigentlich wozu. Und es wäre auch ein gutes Geschäft für uns, weil, wie gesagt, wie wir damals die Grundstücke gekauft haben, war es ja noch ganz billig. Inzwischen hat sich der Preis verdoppelt.
Das hat man bei unseren Nachbarn gesehen. Ich möchte es eigentlich nicht verkaufen. Aber für mich eigentlich, für meine Frau wäre es sicherlich interessant, die zu behalten. Aber für mich, nee, also ich, wie gesagt, ich habe keine Pläne mehr, da irgendwie noch ein Haus zu bauen oder so. Für was, für wen? Man sieht es, die Kinder, ja, die ziehen alle in die Stadt so irgendwie. Die Muck da, Bangkoker Gegend, und der Kang wird jetzt auch nach Surin, wenn das stimmt. Kann ich gut verstehen. Ich meine, die haben ihre eigenen Pläne. Mal sehen. Aber, und wie gesagt, für mich und meine Frau ist es, wären zwei Reihen auch noch zu viel. Aber gut, ich würde da mindestens zwei Reihen behalten, wenn es denn sein sollte. Weil hier rund um den Teich kann man da noch ein bisschen mehr, und die Bäume und so und der Poolbereich. Das würde eigentlich reichen, Leute. Wie gesagt, ich möchte es nicht verkaufen, weil allein schon deshalb, weil das wäre schon ein Geschäft, wenn man die Grundstücke noch behält. Der Preis steigt ständig. Also wenn ich Geld hätte und wenn ich viel Geld hätte und wenn ich Thailänder wäre, das gehört ja auch noch dazu, als Franke darf man ja keinen Grund kaufen, da würde ich Grundstücke kaufen und einfach abwarten. Also der Preis steigt ständig und das wäre ein super Geschäft. Ja. Aber gut, man muss halt denken, was für mich gut ist, was wir brauchen. Und wie gesagt, hier so die zwei Reihen mit Teich und dem Gästebungalow und so rundherum würde uns eigentlich reichen. Das andere war sowieso gedacht für Tiere, Kühe und Hühner und dies und jenes. Aber nee, mir scheint auch, ich bin der Einzige aus der Familie, der wirklich Interesse hat an sowas. Und deshalb, nee, es wird mir dann irgendwann auch zu bunt. Weil meine Frau und ihre Familie, das sind halt keine Reisbauern in dem Sinne, die sind alle in Surin groß geworden, nicht? Und kennen sich halt doch nicht so aus dann mit der Landwirtschaft und Viehzucht und so, ist ja klar. So, jetzt haben wir nicht nur eine Motorsense, sondern zwei. Der Kang hat auch eine. Hatte die Auswahl. Okay, Leute, aber das sind jetzt nur so Gedanken, das steht noch alles in den Sternen, aber es wäre eine Möglichkeit, weil wie gesagt, wenn die Kinder jetzt wirklich wegziehen würden von hier, das macht dann keinen Sinn, so ein großes Grundstück, wozu auch. Und ja, wenn jetzt nur noch zwei Reihen sind, dann könnte man auch besser pflegen, klar, da ist ja schon mal ein Reihe fast nur der Teich, da, was soll man da viel... Und dann hier ein bisschen mähen, ein bisschen Hecke schneiden und so. Das würden wir schon noch schaffen mit meiner Frau. So, das ist jetzt dem Kang sein Gerät. Das will nicht anspringen. Hey Leute. Gut, wie gesagt, hier mein Lieblingsplatz, da kommt jetzt gleich die Sonne hierher. Da muss ich mich in den Schatten ziehen. Aber gut, Pause ist ja bald vorbei, dann geht es weiter mit Aufräumen. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, Aufräumen, habe ich schon gesagt, im vorigen Video ist eine Sache. Und Ordnung halten dann, ist wieder was anderes. Ja, hoffen wir, dass es doch klappt, ne? Okay. So Leute, es ist immer noch ein bisschen laut hier, ich hoffe, dass man mich hört. Ja, wie gesagt, kurze Pause gemacht und jetzt geht es gleich weiter. Und nach dem Motto, unser Grundstück soll schöner werden, hofft es so ähnlich. Nee, zumindest auch, weil da sieht es ganz anders aus. Ja, wir sind ja dabei und wird schon werden. Okay Leute, euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.